Hallo und willkommen zurück bei ARK. Zusammen mit dem Onkel. Grüß dich. Hallöchen, ich bin der kleine Onkel auf der Schildkröte. Genau. Und das, liebe Jonah, Kinder, ist eine Schildkröte. Klingt komisch, ist aber so. Ist aber so. Erzähl uns was über Schildkröten. Ja, ja, die sind toll zu zähmen. Also was kann man über Schildkröten erzählen? In der letzten Folge haben wir sie ja K.O. geschlagen und dann haben wir sie in einer Nacht- und Nebelaktion gezähmt. Nur der Onkel hat was dagegen gehabt und hat das ganze Vorhaben torpediert. Ne? Was? Ich weiß nicht, wovon du redest, ganz ehrlich. Kann mich an absolut gar nichts erinnern. Hintergrundgeschichte, er hatte noch einen Parasaurus Level 7 oder sowas, oder was war's, gefunden und dann dachte mir, ach komm, den zähmen wir auch noch. Und dann hat man da zwei Schildkröten plus einen Parasaurus liegen am Ende. Und die Level 22 Schildkröte vom letzten Mal ist dann leider dem Parasaurus zum Opfer gefallen. Als der gezähmt war, hatte nämlich der Onkel den nicht unter Kontrolle. Du hast einfach deine Viecher nicht unter Kontrolle. Ich habe ihn schlecht erzogen, ja. Dann stürmt der Parasaurus erst auf oder irgendwie komischerweise an der Level 22 Kröte vorbei, schickt diese aus dem Tiefschlaf raus, greift eine andere Schildkröte an, wird von dieser anderen Schildkröte gefressen und die Level 22 Schildkröte stampfte munter davon. Das war ein nah am Rage-Quit. Sagen wir es mal so. Ja. Ich führe jetzt noch die Peitschenhiebe auf meine. Absolut. Und dann habe ich es wieder gut gemacht. Und ich habe uns Donatello gefangen. Genau. Wir bauen hier die Ninja Turtles auf. Donatello und Leonardo haben wir schon. Ja, und dann werden wir nochmal schauen, ob wir die anderen auch noch hinkriegen. Aber jetzt haben wir erstmal ein anderes Vorhaben. Wir haben unsere Slingshots schon wieder repariert. Ich habe 30 Steine im Gepäck. Wie geht's dir? 27. Perfekt. Und da unten haben sich nämlich ein paar Triceratops in Bäumen verfangen. Ich hoffe, die sind jetzt noch da. Nicht, dass wir zu weit weg waren. Die Mehrzahl davon. Triceratops, Triceratöpse. Töpfe. Triceratöpfe. Triceratöpfe, das ist gut. Ja, deutlich. Für jeden Triceratopf gibt es einen Triceradeckel. Gratis dazu. So ist es. Ein 2-in-1-Paket. Ich bin gespannt, ob die sich noch immer verfangen haben da unten. Wenn nicht. Ja, die lieben das. Wenn nicht, geh mal Steine sammeln. Genau. Ey. Ach, das war ich. Sorry. Bleib bei Ey. Das ist so dumm, ne? Das sind wie zwei Leute, die im Fahrstuhl stehen. Einer pupst und beide sagen, ich war es nicht. Achso. Das macht einfach keinen Sinn. Mal schauen, ob die Töpse hier noch sitzen. Ja, Töpfe. Ja, aber warum nicht? Wir hatten auch noch so einen Schockeffekt, als ich losgelaufen bin mit meinem Leonardo, als der gezähmt war. Achso, ja. War das nicht hier? Nee, war noch weiter. Ja, einen weiter noch. Da bin ich dann den Strand wieder hier hoch und dann links abgebogen und dann war da direkt so ein Krokodil gespawnt. Und da hatte ich ein Wahnsinnsglück. Dieses Krokodil hatte dann Aggro gezogen, nicht auf meinen Leonardo, sondern tatsächlich auf eine andere Schildkröte, die dort in der Nähe stand. Hier sind sie noch, die Triceratöpse. Ja. Sie sind noch verfangen. Fünfer ist das erste gleich. Hier vorne, der? Ja. Oh, der sieht aber irgendwie nicht so verfangen aus. Aber er steht da schon die ganze Zeit bewegt. Wir werden sterben. Du machst ja, zuerst. Ich soll anfangen? Okay. Ja, aber von hier, von vorne, dass er dich anguckt. Weil ich glaube, in die Richtung kann er nicht laufen. Na dann gebe ich ihm jetzt eins mit. Wisst ihr, es hängt. Es hängt, das ist voll fies. Es drückt zwar die beiden Bäume zur Seite. Die sind Menschen, die benutzen unser Gehirn. Da können wir nichts dafür. Das ist Physik. Wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein. Los, schon. Ah, es ist K.O. Ging aber schnell jetzt. So, oh, gucken wir mal rein. Ganz Leben nur noch, da hat man Glück gehabt. Ja. Ich schmeiß die Beeren rein. Ich habe keine Narkosebeeren, du hattest noch, gell? Nein, das ist ja nicht. Ich habe keine mehr. Ich renne jetzt aber sofort los. Wie, du hast keine mehr? Und suche. Ich habe keine Beeren. Wir sind mit null Narkosebeeren dahin? Ja, aber das ist egal. Was sind wir denn für Heinzel? Wir finden jetzt nämlich fix welche und dann ist gut. Was sind wir denn für Heinzel? Wir haben ja ein bisschen Puffer, bis er dringend welche braucht. Ja, aber weißt du, was wir für Kings sind, wenn wir einen Triceratops haben schon? Das ist super, aber wir sind wahrscheinlich nicht so kingerig wie der Dings-Clan. Wie der Kannibalenstamm. Der Kannibalenstamm, ich schätze mal, der hat jetzt schon. Der hat jetzt schon. Die haben eine Rakete schon. Ich bin jetzt schon auf einem Planeten. Die sind ja. Die sitzen schon längst auf einem anderen Planeten, trinken Tee, weißt du, und sagen, guck mal, die Idioten hängen immer noch auf ihren. Jetzt wie bei. Wir haben das Ganze in Civilization da, wo du dann am Ende die Rakete bauen musst, um abzuhauen. Genau. Civilization 1. Da jetzt, ich finde keine Narkobaby, nicht eine. Null, mich auch, null. Was?
Hör mal, da geht man einmal auf Risiko. Jetzt habe ich zwei. Okay, okay. Gib ihm sofort. Ja, soll ich gleich anschmeißen? Pump ihm die rein. Drück ihm die rein, wenn es sein muss, hinten durch. Narco-Berry-Zäpfchen. Ja. Da träumst du was Schönes. Problem ist, es gibt so ein taubes Gefühl. Brennst wenigstens nicht, wenn du scharf gegessen hast. Ja, richtig. Das ist der Vorteil dabei. Ein schönes Narco-Berry-Zäpfchen. Ja. Aber hallo. Ey, Alter, dann haben wir ich bin so stolz auf uns, wenn wir das jetzt schaffen. Ne? Das müssen wir aber erstmal schaffen. Also, und wenn er halt brauchen als die Kröte. Wahrscheinlich sitzen wir um 3 Uhr nachts noch mit so als kleine Info. Wie viel haben wir jetzt? Eins? Ich habe gar keine Uhr. Viertel vor zwei. Viertel vor zwei. Ja, also, ne? So. Irgendwann, wenn ihr aufsteht, haben wir dann den Triceratops gezähmt. Ich habe auch 5 Narco-Berries gefunden und darauf können wir doch schon easy aufbauen. Ja, das stimmt. Oh, ich habe auch wieder eine. Juhu. Ah, herrlich. Ja, also da haben wir schon ganz schön zwei da oben. Wenn wir irgendwann mal genug Narco-Berries haben, dann würde ich dazu übergehen, Steine zu sammeln. Und dann können wir nämlich hier mal den Kochpot da bauen. Doch, effektiv, der kann 312 tragen hier, das Vieh. Wow. Und das ist krass. Wie viel Leben hat er? Nicht so viel wie die Schildkröte, aber... Nicht? Na gut, 300. Was, 300 Leben nur? Jo. Die Schildkröte hat 700. So eine Schildkröte? Ist doch nur ein Tricera-Mops. Das sind die ja gar nicht so über. Ja, aber sie sind cool. Er hat auch nur 300... Oh, oh. Er hat auch nur 300. Oh, und die Lohn, die Lohn, die Lohn, die Lohn, die Lohn. Wo? Die Lohn, die Lohn, die Lohn, die Lohn, die Lohn. Ich pack die Slingshot aus. Nicht ohnmächtig machen. Ich weiß nicht, wo will du den bist. Ich will den ohnmächtig machen gerade. Hinten. Echt, willst du den ohnmächtig machen? Ja, und dann füttern wir ihn mit Fleisch. Dann haben wir auch noch ein Dilo. Kein Fleisch. Er ist doch schon K.O. Oh. Aua, das war ich. Ich bin kein Dilo. Also, dann gehe ich ein bisschen Fleisch holen, aber ich... Der hat nur 102. Wir haben nix um... Komm, wir haben nicht genug Narco-Berries für den anderen schon. Dann tut es mir leid, Dilo, aber du musst sterben. Ja. Das kriegen wir nicht hin. Was haben wir Level Fleisch? Hatte der? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, du. Weil der war so schnell K.O. Ja, hat auch, ja gut, das sind die kleine doofe Dilos. Ja. Ich glaube, den Triceratops bekommen wir halbwegs schnell, oder? Wie viel hat er schon? Wie viel gezähmt? Gerade hier hinten am Lagerfeuer und wollte das Fleisch da reinpacken. Ach so, ja, nee, dann... Das. Und stellte übrigens erstaunlicherweise fest, dass da noch 11 Fleisch drinne waren. Oh. Mir gleich mal 2 esse. Brauchst du auch was? Ja, nö. Brauche ich nicht wirklich. Ja, nö. Und das bei nur einer Frage. Hast du geguckt, wie viele schon hat? Nee, ich hab jetzt noch nicht so... Wo ist er denn da überhaupt da? Hier liegt er zwischen. Hat lange nicht mehr geregnet. Och, der geht schnell. Der geht schnell. Ich habe keine Narco-Berries. Meine Kacke ist ein Dino. Ich fütter den mal mit Narco gerade. Oh, kann ich bin. Mal 3 Stück rein. Jo. Und dann. Die Büsche plündern. Aber hier ist, wir haben ganz gut aufgeräumt, dadurch, dass wir hier. Ja, erst diese Level 22 Kröte gemacht haben, die ja dann leider am Ende nichts wurde, aber die hat gefressen wie Ei. Also unglaublich. Das war ein schwarzes Loch, wo du hast reingeworfen, das ist einfach nur weggegangen, das Zeug. Und dann ist die ja leider nichts geworden, aber hat schon enorm viel gefressen. Und dann kam noch der ebenfalls ja dann gestorbene Parasaurus dazu, der hat auch ein bisschen was bekommen. Ist auch immer unter die Nase rein, ne? Und ja, genau, muss da noch ein bisschen drauf rumreiten. Deshalb erzählt er diese Geschichte gerade, die hat überhaupt keinen Let's Play-Wert, weißt du? Aber er muss sie einfach nochmal erzählen, damit jeder weiß. Ich muss das verarbeiten. Ja. Weißt du, ich sitze da 2 Stunden vor diesem Level 22-Vieh und dann kommt ein Parasaurus. Läuft da mal dran vorbei, furzt dem ins Gesicht und der wird irgendwie wach oder so, weißt du? Und Alter, das war schon schlimm. Du willst du dich auf mein Sofa legen, ne? Erzähl mir doch, wie es dir dabei ging. Das ist schon mal mein Notizblock. Das sind dramatische Erlebnisse, die man auch einfach erstmal verarbeiten muss. Und ich finde, du solltest da auch ein bisschen mehr Mitgefühl haben. Und einfach so ein bisschen mehr
mit mir zusammen versuchen, das aufzuarbeiten und... War das gut? Nein. Ich habe dir nicht eine Sekunde abgenommen. War das besser? Nein, das klang ekelhaft, das rote Nase hochziehen. War der Rotz, weil ich so viel geweint habe. Ach so, das klang trotzdem ekelhaft. Ja, na, das ist ja, das tut ja nichts zur Sache. Das hat ja damit nichts zu tun. Warum haben wir ja eigentlich nur eine Effizienz von ein paar 40%? Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist das voll der doofe, der nicht alles essen will, Typ. Genau diesem Namen, den nennen wir genauso. Der doofe, der nicht alles essen will. Da müssen wir ja auch noch überlegen, ne? Über den, über den Mennen. Drei Bein. Drei Horn. Drei Dreinrich. So wie Heinrich, nur wegen drei. Dagegen. Die Palmen machen hier wieder Disco. Hyper, give me the bass drum. Hier ist Party bei den Palmen, du meine Herren. Vor allem, wenn die da so rumwackeln, sind das platte PNGs. Das ist total kacke. Sieht übel aus. Palmendisco. Ah, ich kann schon auf die Triceratops klettern. Yippie. Fütter ihn lieber mit Narkosebären. Weißt du, er schickt mich hier sammeln und klettert da währenddessen fleißig auf dem Rücken. Das macht doch nur Spaß. Mit dabei ist das, wenn du spielen wollen. Stell mir vor, du siehst da, bist gerade von welchen K.O. geboxt worden. Die geben dir andauernd irgendwelche komischen Bären ins Maul und dann klettert ihr auf deinen Hörnern rum und sagt, yippie. Ja. Während die Palmen Disco machen. Genau. Das ist schon sehr skurril, glaube ich. Aber das ist ja mit diesen Palmen, das hatte ich nie. Party. Das hatte ja, ich noch das nie ist das, so. Was ich immer habe. Bei mir machen die immer Party hart. Bei mir haben die immer hin und her wackeln und yeah. Ich habe nur regelmäßig einen Staubsauger, dass die Blätter hochgesaugt werden, ja. Aber das... Die machen gerne, die tanzen gerne rum. Ist ja nervig. Vielleicht machen die ja irgendein Ritual, ist immerhin Vollmond. Ach so. Das sind Wehrpalmen. Wehrpalmen. Die wollen keine Palmen sein. Vollmonds verwandeln sie sich in John Travolta. Machen Disco. Ist eigentlich immer Vollmond, oder? Mal doof. Stell dir einfach Fever Night Fever vor. Nee, ist es nicht. Ist nicht? Wirklich nicht, nee. Also vorhin habe ich zumindest einen Mond gesehen, der war nicht voll. Okay. Der war nüchtern. Der war nüchtern. Dann auf Tim Allen machen. Ja. Oh Mann. Wird gleich wieder hell zum Glück, dann habt ihr diesen schwarzen Bildschirm nicht mehr. Genau. Aber das sieht aus mit dem Palmen, vor allem weil es so einige machen. Nur die langen. Das sieht so scheiße aus. Weißt du, da glaubst du echt, du hast auch zu viel von Narkosebären genascht, oder? Ja, kann sein. Hast du die Hände nicht gewaschen, nachdem du die verfüttert hast? Achso, scheiße, nee. Daran könnte es liegen. Bin ziemlich gewichtig gerade. Ja, kennt man ja. Ich glaube, ich bleibe jetzt mal kurz bei unserem Typen. Ich habe sowieso nur 9 Frames momentan, aus irgendwelchen Gründen. Deshalb kommt dir das auch nur so langsam vor. In Wahrheit rennst du hier gerade. Ja, schon auf der anderen Seite der Insel. Miau. So, jetzt hat er 26. Das muss doch reichen, oder? Ich denke auch. Kann ich nämlich mal... Azulberry Seed habe ich. Doch schön. Hat er noch ein bisschen Mayo-Bären? Nee. Guckt mal hier, Leute. Guckt euch mal das Bild von den Stimberry Seeds an. Und jetzt sagt mir bitte, dass die nicht aussehen wie Pokebälle. Weißt du, das sind Pokebälle, wenn die obere Hälfte rot wäre. Ich weiß nicht mehr, was Pokebälle sind. Ich weiß nicht, was Pokebälle sind. Ich bin, ja, damit fängt man Pokémon, ist so doof. Bin zu alt. Ich gehe derweil mal ein bisschen Steinkloppen, das kann ich. Pokémon ist so von, ja gut, okay, von 95 oder so, keine Ahnung. Ja, aber bis das hier rüber geschwappt war, ist es ja auch ein bisschen her, oder? Ging das hier schon in den 90ern auch los. Also bei mir jedenfalls kam das nie an, muss ich zugeben. Na, voll out. Pokémon ist voll cool, da geht es um Freundschaft. Ja, und auch Pokémon. Ich möchte ja nicht sagen, dass das schlecht ist oder so, aber... Und das Prinzip ist halt dasselbe, du hast die Viecher brutal verprügelt...
damit sie nicht mehr genug Kraft haben, um sich zu wehren, wenn du sie in den Pokéball einsperrst. Also quasi, du hast sie dann ihrer Freiheit beraubt und trotzdem waren sie danach deine besten Freunde. Vermutlich, weil sie im Pokéball indoktriniert wurden oder so, ich habe keine Ahnung. Das wollte ich gerade sagen, das ist Gehirnwäsche. Ja. Ja, das ging halt echt so. Meist den Pokéball, oh nein, das Vieh ist ausgebrochen. Tja, da müssen wir es vorher ein bisschen schwächen. Und dann schickt er da irgendein Vieh los mit Klingen als Hände und sagt Schlitzerattacke. Und normalerweise müssten die in zwei Teile geschnitten sein. Ist aber nie passiert, war ja eine Serie für Kinder, ne? Mhm. Die waren dann nur schön betäubt. Waren dann richtig K.O. und dann konntest du die besser fangen. Und die Kinder gehen dann irgendwann hin, nehmen das Schlitzen Messer aus der Küche genau. und machen Schlitzerattacke beim Kumpel und dann wundern sie sich, dass sie den nicht in den Ball bekommen. Ich wollte doch nur einen Pokéball auf ihn werfen. Nee, ist eine gute Kinderserie. Was ist, wenn ich den meinen Arm auflasse? Geht das? Fiber, nee, Fiber kannst du auch 75 nicht. Stein übrigens brauche ich für die blöde Dings, aber das kriege ich hin tatsächlich für diesen Kochstelle. Für die Kochstelle. Und dann werde ich die nämlich mal da oben gleich errichten. Bist du gerade zufälligerweise? Achso, du bist auf dem Weg nach oben, ja? Ich bin am Strand unten und sammle Steine auf. Okay. Also so in Richtung, wo das Krokodil war. Letzte Folge, vorletzte Folge, ich weiß gar nicht mehr. Letzte? Also da, wo das Große letzte. Am Strand war, was wir getötet haben. Mhm. Die Kings. Ich weiß ja schon gar nicht, wie ich die letzte Folge nennen soll. War so viel passiert. See you later, Alligator. Wir killen das Kroko, wir zähmen die Schildis. Ist irgendwie schon, also, wir sind schon ganz schöne Kings in den letzten Folgen hier. Ja. So, Craftables, die Feuerstelle, die da. Brauche ich noch 10 Wood, 15 Thatch. Ich habe 72 Stone, ich dachte, ach, das war Fiber. Oh, ich brauche noch 3 Stone. Dann bin ich wahrscheinlich doch noch überladen. Ah, super. Es hat ja auch lange nicht mehr geregnet. Das ist zum Kotzen. Sei doch froh, da verdurstest du nicht. Werde ich echt überladen sein. Ich gehe da mal hoch und hol mir das Holz dort oben. Einen Stein noch. So. Ach ja, ich bin ja auch noch überladen. Kriegst du das hin da unten? Weiß ich, ich hätte 19 Steine zum Wegschmeißen, wenn du noch brauchst. Weil, ansonsten mache ich die Kohle hier weg. Ja, war schmeiß ruhig weg. Ich habe jetzt Stein, 75. Ein paar tausend Fibers schmeiße ich mal wieder weg. Ein paar tausend Fibers, ja, die schmeiße ich immer direkt. Warum habe ich eigentlich tausendmal dieses blöde Specimen Implant? Ja, weil die jedes sogar Mal, vom Lederzwerg. Ich habe eins vom Lederzwerg. Also. Ich hab das Ding aus seinem Handgelenk geschnitten als grausame genau. Trophäe. Wollte ich gerade sagen. Als, das behalte ich. Das ist bestimmt so ein Fernzünder für seine Selbstzerstörung. Da kann ich ihn bedrohen. Wenn er mich nervt, dann drücke ich drauf. Oder er läuft dann einfach nur so wild durch die Gegend. So. Ja. Oh, was meinst du eigentlich, was vorhin die ganze Zeit passiert ist? Der ist nicht einfach so gestorben. Ich habe gedrückt, dann ist er in Ohnmacht gefallen und zack, gefressen. So ist das. It happens. Noch zu viel. Was ist denn los hier mit meinem Inventor? Ah, oh, ich pack dem noch ein paar Beeren rein. Ist mir egal jetzt. Ja, alle meine Beeren rein. Ja, eben. Ja. Was ich auch noch cool finden würde, ist, wenn sie bei den Wasserviechern wirklich so eine Fischmutation einführen. Dass sie halt wirklich, dass die so, ja, wie Fischfleisch geben halt, ne? Dass die Schildkröten dann zum Beispiel ein bisschen schneller getamed werden, wenn sie Fisch zu fressen kriegen. Ach so, dass man dann noch die unterschiedliche Richtung. Fleischsorten hätte, ja. Genau. Weil die kann ja sein, die frisst halt gerne Früchte und aber auch nicht. Fisch. Für die drei nochmal. Ach doch, da ist noch Holz. Sehr gut. Selbst hauen wir hier überladen. War klar. Der Strand ist halt mittlerweile leer, ne? Das ist. Ja, ja, was wir da weggesammelt haben, ist echt übel. Kann ich mich noch bewegen? Ja, wunderbar. So, dann bauen wir mal eine Kochstelle. Soll ich die draußen auf dem Balkon bauen? Wie wär's mit mitten ins Dorf, damit jeder jederzeit zentral ran kann? Mitten ins Dorf? Jo. Na, so. Obwohl. Ach nee, auf die Steine, auf die Klippen kannst du es nicht bauen, ne? Eventuell, das wäre glaube ich cool. Da könnte man sich da immer hinstellen. Die sind so unwegsam, die sind so schräg. Ich schau mal kurz die anderen Steine an, aber.
könnte man immer schön an der Klippe sitzen. Kochtopf kocht eine Suppe, man schaut aufs Meer. Oh. Ich schaue mir erstmal an, wie groß das Ding ist. Das wäre sinnvoll. Wenn das 75 Stein braucht, dann ist das ja bestimmt nicht gerade mini. Ach, ich brauche auch noch. Was? Oh, Flint. Und Stones. Wo habe ich den denn gehabt? Ich glaube, da zum Anmachen wahrscheinlich. Ja, ja. Lass mich durch. Diese Saurier hier. Narko-Berries, ihr blöden Büsche, da ist eine. Wo habe ich denn den Flint hingeschmissen? Flintstones, wie die Flintstones. Wilma, ich bin wieder zu Hause. Genau. Und dann kam einfach, wie hieß der Dino? Nein, der hieß Barney Geröllheimer noch. Der Dino, wie hieß denn der? Barney war ja der Nachbar. Ja, genau. Steinstark, Fred. Oh, das braucht ewig hier, einen Cooking Pot herzustellen. Voll langsam. Der Dino. Bin ich einfach nur Dino? Kann sein, dass der auch einfach Dino hieß. Ich glaube, der hieß einfach nur Dino. Cooking Pot. So. Mal schauen, wie groß das Vieh ist. Ich hab's noch Peppels und Bam Bam und Betty. Och, das ist ja. Das war noch Zeit. Sollen wir mal zeigen, wo die 75 Steine da drin sind? Das ist. Ne, ich sag ja, vielleicht brauchte er ja viele Einzelteile und hat dann halt immer einen Stein genommen, ein Einzelteil draus gebaut und dann. Ich glaube, ich würde das aber schon gern auf dem Balkon haben und dafür mein Lagerfeuer hier vielleicht wegmachen. Wäre vielleicht ein guter Tausch. Wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, ob man in dem. Ich mach das jetzt erstmal das Lagerfeuer weg. Demolish. Huch. Nochmal. So. Huch. Huch. So. Huch. Was ist das ja nicht? Das Lagerfeuer hatte noch ein Inventar. Deshalb war ich gerade irritiert. Brauchen wir eine Strohwand noch? Nö, ne? Wir machen alles aus Holz. Noch eine Strohwand, die wiegt 2. Die mache ich weg. Das Strohwand, ja gut, ich hätte jetzt höchstens. Kostet ja nicht viel. Für das zweite Geschoss, aber das kostet nichts, ja. Ab ins Meer mit dir. Schwimmen davon. Flaschenpost. So. Müssen wir mal gucken. Fuel to light the fire. Put various foods and a receipt in this to cook advanced consumables. Wo kriegen wir jetzt Receipts her? Was? Recipes? Rezepte oder was? Ja. Aus Buch? I don't know. Oh. Ja, die musst du wahrscheinlich lernen dann, oder? Auch wieder? Oder sind das die du da lernen musst? Dieses, zum Beispiel. Ah, nee, dafür brauchst du Hammer und Stößel und Mörder. Can only be crafted at bla bla bla. Was kann das hier? Ich bin, Put various ingredients with water in this to make soup stew. Vielleicht ist das so Minecraft-Style, dass du da wirklich, oder so wie es bei Don't Starve auch war, gab es einen Kochpot und du hast aber nirgendwo wirklich eine Liste gehabt, wo Rezepte drauf standen. Du musstest das ein bisschen durchprobieren. Okay. Und dann, aber hier steht, ganz man spezifisch. Man muss, also. Mach verschiedene Nahrung rein und ein Rezept. Put various ingredients with water in this to make soups to. Ja, ich weiß nicht, was steht, anderes, wenn du denn da. Ja, hier steht jetzt: Put various foods and receipt in this to cook advanced consumables. Und, ja, aber kann er das mit dem Rezept. Das ist ja das. Das Rezept kann ja eine Kombination aus verschiedenen Sachen sein, die du jetzt dringend brauchst und du musst sie halt so anordnen. Und durch die Anordnung selbst erschaffst du dann quasi das Rezept. Mhm. Weißt du, dass du halt nicht wirklich, weil ich meine, wer legt einen Zettel mit 200 Gramm Zucker und so. Ja, es ist eher unüblich, das gebe ich zu. Das Rezept musst du wahrscheinlich anhand der Itemmengen und Anordnung, die du da reintust. Ich probier's jetzt einfach mal mit den verschiedenen Beeren, ob man da irgendwas kochen kann. Bärensuppe, das wäre doch cool. Also nicht Bären, sondern Beeren. Ja. Dann soll das Vieh mal hier noch das fressen.
Ich Narco-Berries brauche trotzdem ganz schön, da er nur so eine 300er Leiste hat. Klingt das doch ziemlich ab. Ganz Azul Tintus Stim Armor. Azul, was mir jetzt fehlt, sind Mayo-Berries. Die habe ich gerade nicht. Egal. Probieren wir es mal so. Stand da was oder was? Bitte? Stand da was, wie viel du was brauchst? Nö, nö. Ich habe nur geguckt, was ich habe. Achso. Ja, sonst gibt es vielleicht auch im Wiki schon Leute, die sich da Rezepte zusammengesucht haben. Ja, wäre noch interessant, ob du halt wirklich... Tu jetzt einfach mal alle rein, vielleicht nimmt er sich ja dann raus, was funktioniert. Ich glaube aber eher nicht. Mach einen Eintopf mit allen Bären drin. Dann. Genau, Bären-Eintopf. Ja, wird ja eher Marmelade dann. Ja, Gott, schmeckt auch. So. Und was hast du als Verpflegung für den Tag mit? Ein Glas Marmelade. Glas Nutella und ein Glas Marmelade. Genau. Und einen Löffel natürlich. Genau. Ach Quatsch, coole Kids essen das mit den Fingern. Das sieht jetzt nicht so aus, als würde das funktionieren. Ich glaube, da müssen wir noch irgendwie... Musst du da noch panierten Camembert reinmachen? Fürcht's. Wenn du schon den Wildpreiselbeer-Dip hast. Fürcht's. Ja, lecker. Hm. Mag das. Kennst du das? Ja, nee, mag ich aber nicht. Oh. Oh. Nee, also einfach so mit reinschmeißen. Ich glaube nicht, dass das... Ja, dann brauchst du wahrscheinlich eine spezielle Anordnung, damit es funktioniert. Ja. Oh, jetzt drehen meine Palme auch durch. Mach jetzt keinen Palmwedelwitz. Genieß einfach mal ein bisschen die Aussicht hier gerade. Den habe ich letzte Folge schon gebracht. Schöne Kochstelle. Sieht idyllisch aus hier, muss ich sagen, so wie die da steht. Ich habe die Romantik gerade zerstört, indem ich gekackt habe. Tut mir leid. Leute, sowas solltet ihr nie beim ersten Date machen. Nee, ganz schlecht. Vorhin hast du mal gesehen, wie eiskalt der durch die Unterhose durchkackt? Ja. Das ist schon ordentlich Druck drauf, ne? Wie bei so Pinguinen, ne? Aber, sag ich dir. Pinguine machen ihr Geschäft ja auch mit einem Druck von 6 Bar. Ernsthaft? Ja. Na, weil das bei denen so kalt ist, dass es sonst am Po festfriert. Also. Dann können sie gar nicht mehr. Und dann platzen sie irgendwann oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sterben die dann. Darum katapultieren die das richtig so raus. Ja, das könnte übrigens auch erklären, wie die so schnell durchs Wasser schwimmen. Oh, das ist eine schöne Theorie. Die müssten wir nochmal verfolgen. Dann Trieb. Ob eine Kohle eigentlich gelagert. Nirgendwo. Übrigens, ich habe hier meine Bude so ein bisschen ersetzt mit Eriks Hilfe. Haben wir schon mal angefangen, die Thatch Foundations und da vorne die zwei Wände durch Woodwalls zu ersetzen. Das geht einfach, indem man es drüber setzt. Also einfach die Wand nehmen, die zu bauen ist und so tun, als wäre da keine Thatch Wall und einfach dran setzen. War ganz spaßig. Dann so eine schöne Explosion. Alles fliegt weg und man kriegt einige der Materialien wieder. Was ich ganz nett fand. Ob das Vieh braucht noch eine Weile. Also zumindest noch ein paar Naku-Berries. Ist ja unglaublich. Naja, fertig ist es jetzt zu einem Drittel etwa. Hier läuft ein zukünftiges Reittier rum. Was? Ein Skorpion? Nein. Oh. Parasaurus. Oh. Level 8. Ich bin irgendwie versucht. Fix. Level 8 geht fix, gell? Hm. Almen, ey. Soll ich das probieren oder nicht? Warum nicht? Ich habe keine einzige Narco-Berry. Hol mal eben die. Das Futter. Ich probiere es einfach. Wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Tanze ihm auf der Nase rum. Ich tanze ihm auf der Nase rum. Du ärgerst den die ganze Zeit. Tanze ihm auf der Nase rum. Der wird dir nicht folgen. Er soll mir auch nicht folgen, er soll mich tragen. Wie macht man das eigentlich mit den Reittieren? Soll die jeder nutzen können? Also oder mit den gezähmten Tieren? Also eine Schildi können wir ja jeder eine. Das ist ja schon mal easy. Ja, das ist so als Transportvieh sind die ja ganz gut. Ja.
Keine Ahnung. Und zum Reiten nimmt jeder erstmal was da, so wenn nicht. Und dann gucken wir halt. Wenn was da ist, kann das nehmen und wenn es halt stirbt, naja gut, dann Pech gehabt. Muss man für Ersatz sorgen, irgendwann mal. Ja. Und dann kann man halt ja irgendwann dann sich das Reittier seiner Träume selbst irgendwann. Ja, das sowieso. Oder also, auch mit Hilfe. Wobei ich da noch gar nicht weiß, was es ist. Also ich glaube, ich möchte auf jeden Fall, das ist sowieso das große Ziel, so ein Flugsaurier als Reittier haben. Also für das ganz normale Unterwegssein, so ein bisschen über Land, will ich auf jeden Fall einen Skorpion. Die sind auch stark, die Viecher. Hast ja selbst mit dem Gift und allem. Mit so einem Parasaurus bin ich schon sehr zufrieden. Also ein Stegosaurus, glaube ich, wäre auch ziemlich cool. Auf dem Brontosaurus reiten, ne? Bist du der König? Ja, der ist mir zu klobig, glaube ich. Den brauche ich gar nicht. Ja. Du kannst mich ja jetzt für einen Sadisten halten, ne? Aber ich will echt sehen, wie so ein Vieh stirbt. Ich will das mal sehen. Das muss doch gewaltig sein. Das kippt einfach um, so in Zeitlupe. Und dann gibt es ein Erdbeben. Das muss doch ein krasser Anblick sein. Weißt du was, wir machen das. Ich schleiche mich hinter ihn und du schubst. Der hat die Abrissbirne. Wie, was? Sonst kriegst du ihn ja nicht um ohne Abrissbirne. Bin noch gespannt, wie man die bauen kann. Vielleicht musst du ihn nur an der richtigen Stelle kitzeln. Du hast nicht zu wenig Zeit, mir zu helfen, oder? Nee. Gerade überhaupt nicht, weil das Vieh ständig Narkoberries braucht hier. Was ist denn? Ist denn Lebensgefahr oder? Nee, ich krieg den nicht in die Enge getrieben, der ist hier wüst durch die Gegend und ich sehe es schon kommen, dass ich hier irgendwo als. Jetzt hat er sich verfangen. Hau ihm aus, Maul. Ich meine, hier würde halt der zweite Triceratops rumhängen, ne? Aber der ist halt Stufe 10. Der braucht doppelt so lange oder was? Keine Ahnung. Ob man das so rechnen kann. Weil ich halt mit der Dauer von dem hier schon relativ zufrieden bin. Das geht eigentlich. Sehr schön. Ich habe ihn. 32 Minuten. Was? 32 Minuten haben wir schon wieder? Oder was? Das geht ratzepeng. 32 Minuten, ja. Okay, aber ich will jetzt noch ein paar Narco-Berries schnell sammeln. Schnell, das geht schief. Einzige, wo ich echt Schiss habe, ich bin hier ganz in der Nähe vom See. Also beziehungsweise von der... sag schon. Von diesem Meeresarm. Und ja. Da könnte auch wieder ein Kroko spawnen. Glaubst du, ich finde hier eine Narco-Berry? Wenn ich eine habe, ist der wahrscheinlich aufgewacht. Die Antwort lautet bestimmt nein. Wie kamst du nur darauf? Ich habe gut geraten. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's gar nicht. Ich habe gleich wieder... Jetzt eine, drei. Unmengen. Sofort rein. Wo ist er? Schon aufgestanden, schon weggegangen. Der steht schon hinter dir mit verschränkten Armen, weißt du? Dreht sich um und der sagt einfach nur so, Alter, was sollte das denn? Genau. Trapp, trapp, trapp. Ich glaube, es hakt. Was kannst du eigentlich überhaupt? Ich zeig dir mal, wie man das macht. Boah, so schmeißt sich 10 Bären hinter, rammt seinen Kopf gegen den Baum. Ach so, oder? Ja, ich dachte halt, oder haut mich um und gibt mir oder dann haut die ganze dich um. Zeit. Ja, genau, dann bist du sein Reit. Sieht dann auch lustig aus. Ja. Ja, und der rennt dann überall rum und sagt, er hat sich einen T-Rex getaped. Was doch. Läuft irgendwas schief. Ja. Mit dem Parasaurus an. Das sind üble Zeitgenossen. Ja, ja, mit denen sollte man sich nicht anlegen. Ganze Gang. Parasauren. Na komm. Boah, doch nur mal ein paar Narkose werden, aber das kann doch nicht. Hätte ja gedacht, ein Parasaurus ist ein Dinosaurier, parallel zu den anderen existiert. Dann wäre es ein Parallelosaurus. Oder ein Dinosaurier aus einer anderen Dimension. Hier hinten war doch mal der Raptor, gell?
Naja. Haben wir den nicht getötet? Ja, aber das heißt nicht, dass der nicht wiederkommt. Ach so. Weißt du, er will sich rächen, das könnte auch sein. Ja, zum Beispiel. Der hat jetzt so ein Rocky Balboa-Training durchgezogen. Der Mensch stand er mit so einem Holzbalken im Maul auf dem Berg und schrie, oh ja! Oh Gott, was Fantasien. Jetzt stelle ich mir vor, wie so ein Raptor einfach Sit-Ups machen, dabei dem, 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 dem. Dem, dem, dem. Dem, 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 dem. Dö, dö, dö. Es regnet übrigens mal wieder. Ja, finde ich gut. Welche Abwechslung. Da wird wenigstens unser Triceratops hier sauber. Wir sind hier im pissigsten Gebiet der ganzen Insel, das sage ich euch. Ich glaube auch. Das ist unglaublich, wie oft das hier regnet. Das habe ich auch. Müsst ihr anderen ja mal in die Kommentare schreiben, ob es bei denen genauso oft regnet. Können wir ja nicht nachvollziehen. Oh, da ist ein Dilo. Dilo. Werde dich besiegen, du kleiner dober Dilo. Verdammt. Ach ja, gut, aber dann würde ich fast sagen, wir kümmern uns um unsere Schößlinge. Um unsere Schützlinge. Dilo. Im Offscreen ein bisschen weiter. Ich will eine Dilo-CD haben. Und sehen uns an der nächsten Folge wieder, oder? Ja. Achso, das war ja mein zweiter Spiel. Wird man so langsam mal machen, denke ich. Jo. Na ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und das nächste Mal dann hoffentlich, wenn jetzt der Onkel nichts mehr dagegen hat, dann mit noch zwei weiteren gezähmten Dinosauriern. Es sei denn, du läufst wieder Amok mit deinem T-Rex ist nicht. Ich bin gerade alleine Amok gelaufen und habe ein Dilo. Ein Dilo getötet. Ja, jetzt hätte ich es noch zähmen können. Wir sind doch hier so im Zählen. Wir haben da oben bald den ganzen Server bringen wir zum Absturz, weil so viele Dinos auf einem Haufen sind, wenn wir alles hier zählen. Weißt du, was wir machen? Wir zähmen uns so einen Brontosaurus und füllen ihn mit Dilos. Mit Dilos? Ja, und dann schenken wir ihn irgendwem und nachts kommen die Dilos raus und fressen alle. Ach so, das Trojanische Brontosaurus. Trojanische Bronto. Ja. Ja, vielleicht sollten wir doch langsam mal ins Bett gehen. Irgendwie werden die Ideen und Fantasien eigenartig. Notfalls könnte er auch als Pinata herhalten. Eine böse Pinata. Ja. Egal. Haut rein, Leute. Lass mir den Onkel mal ins Bett gehen. Bis bald. Ciao. Ciao.